Hallo ihr Lieben, heute gibt es das dritte und letzte Video zu meinen Buchreihen, nämlich die Buchreihen, die ich noch nicht angefangen habe zu lesen, aber zu Hause stehen habe. Teilweise habe ich sie komplett zu Hause stehen und ja, die zeige ich euch heute. Dieses Video dürfte nicht allzu lang werden, weil ich ja zu den Reihen nichts sagen kann, weil ich sie ja noch nicht gelesen habe. Ich zeige sie euch trotzdem und wenn es euch interessiert, dann bleibt einfach dran und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Beginnen wir gleich mal mit ein paar Büchern, wo ich gar nicht weiß, ob ich sie überhaupt noch lesen sollte. Ich habe die Bücher irgendwann mal bestellt. Bin mir jetzt aber inzwischen nicht mehr so sicher, ob ich sie überhaupt lesen möchte. Und zwar ist das zum einen Der letzte Engel von Zoran Drevenka. Ich habe dieses Buch mal für 2 Euro oder so im Hugendubel mitgenommen. Und es gibt einen zweiten Teil da dazu. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt, aber ich glaube, den bekommt man auch so gar nicht mehr. Und ja, irgendwie steht dieses Buch schon seit 2 Jahren hier rum und ich habe es noch nicht gelesen. Obwohl es sich wirklich sehr, sehr gut anhört. Aber ich weiß nicht, ob ich es überhaupt noch lesen möchte oder doch lieber wieder aussortieren sollte. Ich habe keine Ahnung. Ja, ihr könnt mir ja immer mal eure Meinung, wenn ihr die Bücher kennt, schon in die Kommentare schreiben und mir sagen, ob ich diese Bücher noch lesen sollte oder ob ihr sagt, lass es, die Geschichte ist sowieso kacke. Dann, ja, wie gesagt, schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Also, wie gesagt, Der letzte Engel. Ich weiß nicht, ob ich es anfangen soll, ob ich es lesen soll oder nicht. Weil, wie gesagt, der zweite Teil ist, glaube ich, recht schwer zu bekommen inzwischen. Dann eine Reihe, wo man auch den dritten und vierten Teil, glaube ich, gar nicht mehr bekommt. Weswegen ich, glaube ich, auch den ersten Teil nicht mehr lesen werde. Obwohl es mich schon sehr interessiert, weil viele auch von dieser Geschichte geschwärmt haben. Und zwar Vollendet von Neil Schusterman. Dieses Buch reflektiert übelst. Und ja, man bekommt einfach die Fortsetzungen von diesen Büchern nicht mehr. Und ich habe, wie gesagt, damals sehr, sehr viel Gutes über diese Reihe gehört und habe den ersten Teil mal für 2 Euro oder so auch bei Medimops mitbestellt. Vor langer, langer Zeit. Ich glaube, das ist schon 1,5 Jahre her oder 2 Jahre. Und ja, ich weiß jetzt halt nicht, ob ich dieses Buch überhaupt lesen sollte. Weil wenn es mir dann gefällt und ich möchte die weiteren Bücher lesen, kriege ich sie nicht mehr ran. Und das nervt mich. Das ist das gleiche wie mit Grisha, ne? Dann möchte man diese Geschichte weiterlesen, man kriegt die Bücher nicht mehr rein und dann liest man sie als E-Books und dann ist das auch wieder doof und ja. Also sagt mir mal, ob es sich lohnt, diesen Kampf mit diesen Büchern hier auszufechten. Also ich weiß es nicht. Also Vollendet. Ich habe keine Ahnung. Dann das nächste Buch habe ich auch mal irgendwo reduziert mitgenommen und zwar Silo von Yu Yui. Ich fand diesen gelben Buchschnitt einfach richtig cool und lustig und wie gesagt, das war auch mal irgendwo für 3 oder 4 Euro habe ich das mal mitgenommen. Ich fand, das Buch hat sich einfach sehr, sehr gut angehört. Es hat so ein bisschen Richtung Nachtsonne so sich angehört und tendiert. Es geht in diesem Buch halt auch um Menschen, die unterirdisch in so Silos leben und ja, auch hier weiß ich nicht, ob ich dieses Buch noch lesen sollte oder nicht. Also, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also bisher hat es noch nicht mit mir gesprochen, obwohl ich diesen gelben Buchschnitt wirklich richtig cool finde. Und ja, sagt mir mal, ob ich dieses Buch lesen sollte oder nicht. Machen wir weiter mit diesem Buch hier. Und zwar ist das die Dragon-Reihe von Gea Aiken. Die hat Niki immer so von geschwärmt. Und die hatten bei uns im Hugendubel den ersten, zweiten, dritten und vierten immer in so einem Doppelband für 3 Euro. Und da habe ich gedacht, ach komm, nimm die jetzt mit. Das sind die ersten 4 Teile. Ich glaube, es gibt inzwischen 9 oder so oder 8 von dieser Reihe. Und ja, die habe ich auch noch nicht angefangen zu lesen. Weil, ja, es sind zwar mal 2 Bücher hier drin, aber trotzdem ist das sehr, 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 sehr dick. Und was liegt hier noch drin? Was ist das denn? Entdecke neue Welt mit Piper Fantasy. Okay, das kann man wegschmeißen. Ich muss halt diese Reihe irgendwann mal anfangen zu lesen, aber bisher, ich weiß nicht, irgendwie hat diese Reihe auch noch nicht mit mir gesprochen. Die nächste Reihe habe ich komplett zu Hause. Man hat sie mir schon 1000-fach empfohlen von allen Seiten, aber auch hier habe ich mich noch nicht so rangetraut. Und zwar Die Gilde der schwarzen Magier von Trudy Canavan. Das ist der erste Teil, Die Rebellen. Und ja, ich müsste diese Reihe einfach mal lesen und meine Kamera stellt mich hier nicht mehr scharf. Und ja, ich habe wie gesagt alle 3 Teile zu Hause. Ich möchte sie einfach mal lesen, aber irgendwie hat diese Reihe auch noch nicht mit mir gesprochen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber vielleicht schaffe ich es ja nächstes Jahr mal, diese Reihe mit zu lesen. Machen wir weiter mit der nächsten Reihe und zwar ist das die Bourbon Kings Reihe von J.R. Ward. Hier habe ich mir den ersten Teil für 4 Euro als Mängelexemplar mitgenommen in der Buchhandlung. Und der dritte und letzte Teil ist ja jetzt rausgekommen. Das heißt, ich könnte diese Reihe ja mal anfangen. Ich bin schon sehr, sehr gespannt auf diese Bücher. Ich habe sehr, sehr viel Positives gehört, auch ein bisschen was Negatives. Aber ja, mal schauen, wie sie mir gefallen wird. Und ja, diese Reihe müsste ich auch mal anfangen. Tada! Die nächste Reihe ist eine Dilogie. Da möchte ich den ersten Band jetzt mit der lieben Kati zusammenlesen im Dezember. Und zwar Starters von Lizza Price. Dieses Buch suppt hier auch schon, glaube ich, seit 2,5 Jahren bei mir rum. Da habe ich den ersten und zweiten Teil auch mal reduziert für 3 oder 4 Euro irgendwo mitgenommen. Und ja, das Buch soll jetzt runter von meinem Sub und deswegen werde ich das mit Kati zusammen jetzt
lesen im Dezember und wenn es gut ist, vielleicht lesen wir dann auch gleich den zweiten hinten weg, dann hätten wir diese Reihe nämlich beendet. Die nächste Reihe habe ich von Jenny mal geschenkt bekommen und zwar alle 7 Teile. Jenny hat, glaube ich, bis zum 3. gelesen, danach hatte sie keinen Bock mehr und hat gemeint, hier, vielleicht ist das was für dich oder vielleicht willst du es mal mit verlosen oder keine Ahnung. Und zwar die Evermore-Reihe von Alison Noel. Ja, ich weiß nicht, ich muss mal gucken, wenn Jenny da bis zum 3. Teil durchhält, aber Jenny liest auch am liebsten eigentlich so Thriller, die liest eher selten so Jugendbücher, deswegen mal gucken. Ich bin auf diese Reihe schon sehr, sehr gespannt. Ich werde auf jeden Fall mir den ersten Teil mal angucken und mal lesen und mal gucken, wie er mir gefällt. Wie gesagt, ich habe alle 7 Teile da, dank Jenny. Und wie gesagt, mal schauen, vielleicht gefällt mir die Evermore-Reihe, dass ich sie komplett durchsuchte. Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Dann habe ich hier noch von Cecilia Ahern Perfect. Da fehlt mir der erste Teil Flawed. Ich habe Perfect für die Hälfte mal in der Buchhandlung gesehen und habe gedacht, komm, du willst diese Reihe sowieso irgendwann lesen. Nimm dir den zweiten Teil für 8 Euro mit, so günstig wirst du dieses Buch nie wieder irgendwo kriegen. Und ja, deswegen brauche ich hier noch Flawed, dann kann ich anfangen, diese Reihe zu lesen. Aber dieses Buch werde ich mir irgendwann mal mitkaufen. Die nächste Reihe, die ich euch zeige, ist von Ursula Poznanski und zwar die Lyra-Trilogie oder sowas heißt sie, glaube ich. Das ist der erste Teil, die Verratenen. Hier habe ich auch sehr, sehr viel Positives über diese Reihe gehört und ja, ich muss sie auch echt mal anfangen zu lesen. Ich bin schon sehr, 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 sehr gespannt auf diese Reihe und ja, ne, hätte ich denn nur so viel Zeit, wie ich Bücher habe. Tata. Dann wieder eine Reihe, die ich komplett im Schrank habe, nämlich die Ashes-Reihe von Ilsa J. Bick. Hier sind ja die Meinungen auch sehr, 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 sehr verschieden. Viele mochten den ersten Teil, den zweiten dann nicht mehr. Der dritte wurde in Deutschland wieder auf 3 und 4 aufgesplittet. Und ich habe alle 4 Teile da. Wenn es mich überkommt, kann ich sie lesen. Ich mag das Cover wirklich sehr, auch wenn das auf allen 4 Büchern das gleiche Cover ist. Aber finde ich jetzt nicht so dramatisch. Ich mag es sehr. Aber ja, mal gucken, wenn ich dazu komme, mal Ashes zu lesen. Ich habe keine Ahnung. Ich fand, die Story von Ashes hat sich wirklich sehr, sehr gut angehört und bin mal schon sehr, sehr gespannt auf die Geschichte. Bei der nächsten Reihe habe ich vor 2 Jahren das Hörbuch gehört. Und ich habe aber gedacht, ich möchte dieses Buch gern nochmal lesen. Und der zweite Teil ist inzwischen auch rausgekommen. Ich weiß nicht, ob die Reihe danach weiter übersetzt werden wird. Und zwar The Bone Season von Samantha Shannon. Das ist der erste, die Träumerin. Der zweite Teil heißt die Denkerfürstin. Wie gesagt, den ersten habe ich damals gehört als Hörbuch und fand ihn richtig, richtig gut. Habe mir dann den zweiten gekauft, als er rauskam. Aber danach weiß ich gar nicht, ob es jetzt den dritten noch geben wird. Ich glaube, es soll insgesamt 5 oder 6 Teile eigentlich sein zu dieser Reihe. Aber ich weiß halt nicht, ob der Verlag die anderen Teile noch rausbringt. Weswegen ich jetzt noch nicht angefangen habe, diese Reihe wieder zu lesen. Weil ich Angst habe, dass diese Reihe dann nicht fortgesetzt wird. Falls ihr irgendwas über diese Reihe wisst, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Die nächste Reihe ist so eine entweder ich hasse sie oder ich liebe sie Reihe. Ich habe mir auf jeden Fall alle 4 Teile schon mal gekauft, weil die gab es auch irgendwo mal günstig bei Midimops. Und zwar die After Passion Reihe. Ich möchte sie nicht After Reihe nennen. Das ist irgendwie kein cooler Name für diese Reihe. Ja, und viele lieben sie, viele hassen sie. Ich glaube, da gibt es auch nichts da dazwischen bei der Reihe. Entweder man liebt oder man hasst sie. Ich habe irgendwie inzwischen die Vermutung, dass ich mehr Tendenz, ich hasse sie, tendieren werde, als ich liebe sie. Ich weiß es nicht. Ich habe so ein bisschen Angst, diese Reihe anzufangen. Also wie gesagt, ich habe alle 4 Teile da. Ich könnte sie komplett lesen. Aber irgendwie traue ich mich da im Moment nicht ran, weil ich so ein bisschen Angst habe, dass ich die Reihe richtig scheiße finden könnte. Und ja, naja, mal gucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich schrecke bei dieser Reihe auch echt zurück, weil die halt so dick sind, ne? Diese Bücher, das ist so krass. Alter Falter. Bei der nächsten Reihe habe ich mir irgendwann mal den dritten Teil versehentlich gekauft, für 2 Euro auch irgendwo gebraucht. Und habe dann aus zu Hause festgestellt, dass das der dritte Teil ist und dachte so, scheiße. Und habe dann auch für 1 oder 2 Euro die ersten beiden Teile noch erstanden. Und zwar ist das die Ocean Rose Reihe von Trisha Rayburn. Das ist der erste Teil Verwandlung. Da geht es um Sirenen in dieser Reihe. Und ich fand, das hat sich eigentlich ganz cool angehört damals. Und ja, auch diese Reihe habe ich komplett zu Hause stehen. Ich muss sie nur mal irgendwann lesen. Das nächste Buch habe ich letztes Jahr von Sina zum Geburtstag bekommen. Ich glaube, das ist auch eine Trilogie. Ich habe aber jetzt schon von vielen, vielen gehört, dass der zweite und dritte Teil richtig kacke sein soll. Weswegen ich ein bisschen Angst habe, dieses Buch zu lesen. Und zwar Sternenregen von Nora Roberts. Viele mochten den ersten Teil. Der zweite und dritte, wie gesagt, soll da nicht mehr so gut gewesen sein. Deswegen ich so ein bisschen Angst habe, dieses Buch zu lesen. Ja, ich weiß es nicht. Es klingt auf jeden Fall nach einer Geschichte für mich, aber ich habe halt, wie gesagt, so ein bisschen Angst da davor. Ich weiß es nicht. Das nächste Buch habe ich letztes Jahr im April zum Welttag des Buches geschenkt bekommen von, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie sie heißt.
Ihr Blog heißt Rookie Me und sie hat mir Der goldene Kompass von Philip Pullman geschenkt. Ich kenne den Film Der goldene Kompass. Ich habe den vor ganz, ganz langer Zeit mal gesehen und habe den noch so dunkel in Erinnerung. Das Buch soll aber tausendmal besser sein wie der Film. Und ja, das ist auch eine Trilogie, glaube ich. Das ist jetzt der erste Teil. Ich müsste dieses Buch auch echt mal lesen, aber es hat auch noch nicht mit mir gesprochen. Also wenn ihr sagt, es ist so gut und ich soll es unbedingt lesen, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Bei der nächsten Reihe sind die Geschichten in den einzelnen Büchern, glaube ich, unabhängig voneinander. Ich würde sie jetzt aber einfach mal zu einer Reihe zählen. Und zwar von Janet Clarke, diese Jugendthriller. Das ist der erste Teil, Schweig still, süßer Mund. Dann gibt es noch Sei lieb und büße. Und dann noch irgendwas mit Stirb mein Vöglein, irgendwas. Und ja, und das ist halt, wie gesagt, das sind so Jugendthriller. Und ich finde die Cover richtig cool. Und ich finde, die Geschichten hören sich einfach richtig gut an. Und nachdem ich Ewig dein von Janet Clarke dieses Jahr gelesen habe, musste ich diese Bücher haben. Und die Finstermus-Reihe von Janet Clarke soll ja auch richtig gut sein. Die möchte ich auch irgendwann noch haben. Und ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt auf diese Bücher. Ich habe hier die ersten beiden Teile da. Ich müsste sie einfach irgendwann mal lesen, aber naja, ihr wisst, wie das ist, ne? Dann greift man doch erstmal zu den Büchern, die man gekauft hat, und dann liest man die und naja. So ist das halt. Die nächste Reihe habe ich erst vor kurzem gekauft. Da habe ich den ersten Teil für 5 Euro im Hugendubel bekommen. Und dann gab es bei Thalia im Onlineshop den zweiten und dritten Teil auch jeweils für 5 Euro oder 6 Euro. Und deswegen habe ich mir die dann bestellt. Und zwar ist das die Engelsfurz-Reihe von Mats Strandberg. Das ist der erste Teil Zirkel und der zweite heißt Schlüssel und der dritte heißt Feuer. Für das Geld habe ich mir gedacht, komm, nimm sie mit. Wenn du sie irgendwann mal liest, dann ist es gut. Und wenn nicht, na mein Gott, dann hast du 15 Euro aus dem Fenster geschmissen. Ja, mal gucken. Irgendwann werde ich diese Bücher lesen. So, jetzt hatte ich gerade meinen obligatorischen Akkuwechsel. Machen wir weiter mit den Reihen. Und zwar habe ich hier noch die Hope und Despair-Reihe von Carina Müller. Das ist der erste Teil Hoffnungsschatten. Ich hatte diese Bücher irgendwann mal auf meinen Wunschzettel gepackt. Und die liebe Jenny hat mir dann den ersten Teil mal so zu Ostern oder so, hat sie mir den mitgeschenkt. Und da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Dieses Buch ist auch nicht ganz so dick. Ich müsste es einfach mal anfangen zu lesen. Aber auch hier hat dieses Buch noch nicht mit mir gesprochen. Die Bücher, die ich euch zeige, sind ja immer nur die ersten Teile von Reihen. Ich habe ja aber auch noch Einzelbände, die rumstehen. Also die kommen ja auch noch mal oben drauf. Mein Sub ist schon recht hoch inzwischen. Machen wir weiter mit den nächsten Büchern. Und zwar habe ich von der lieben Niki letztes Jahr zu Weihnachten mitgeschenkt bekommen. Young World von Chris Weitz. Ich weiß gar nicht, ob das eine Dilogie oder eine Trilogie ist. Keine Ahnung, ob das mit dem zweiten Teil abgeschlossen ist. Auf jeden Fall habe ich mich sehr, sehr gefreut, dass ich die Bücher von der Niki mitbekommen habe. Denn ich fand, das klang auch sehr, sehr gut. Und ja, auch diese Bücher müsste ich einfach mal lesen. Machen wir als nächstes weiter mit drei Reihen, die jetzt erst bei mir eingezogen sind. Und zwar mein aktuelles Current Reading, Constellation von Claudia Gray, Gegen alle Sterne. Das ist auch der erste Teil einer Trilogie. Und dieses Buch ist vorgestern bei mir eingezogen. Ich habe gestern die ersten 30 Seiten gelesen, deswegen zähle ich es jetzt mal zu den nicht angefangenen Reihen. Und ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die Geschichte und mal gucken, wie Constellation so ist und wie die Reihe sich dann so entwickeln könnte. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Das ist eine Science-Fiction-Jugendgeschichte und mal sehen, was die Geschichte so für mich bereithält. Ich werde euch auf jeden Fall berichten. Die nächste Reihe ist eine Dilogie, die gerade in aller Munde ist. Und zwar Berühre mich nicht. Auch dieses Buch habe ich noch nicht gelesen. Ich möchte es jetzt gerne lesen. Ich wollte es eigentlich letzten Monat schon gleich lesen, aber irgendwie bin ich nicht dazu gekommen. Und ich weiß nicht, jetzt lese ich erstmal Constellation, weil es ein Rezi-Exemplar ist. Und vielleicht schaffe ich es danach endlich mal, Berühre mich nicht zu lesen. Mal gucken. Vielleicht vielleicht warte ich auch einfach bis Januar, bis der zweite Teil rauskommt. Dann kann ich die gleich hintereinander weglesen. Da habe ich dann nicht das Problem mit dem Cliffhanger am Ende. Ja, mal schauen. Dann auch noch bei mir eingezogen ist Orphan X. Das ist der erste Teil von Craig Hurwitz. Das ist ein Thriller. Und die liebe Jenny vom HarperCollins Verlag hat mir dieses Buch empfohlen und mir netterweise auch zugeschickt, weil sie es so toll fand. Und ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt auf dieses Buch. Sie hat gesagt, es ist so ein bisschen Bourne-verschwörungsmäßig, so Agenten-Thriller. Und ja, mal schauen, wie dieses Buch ist. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und freue mich hier drauf. Und auch das ist der erste Teil einer Reihe. Und ja, mal gucken, wie offen X ist. Ich lasse mich da jetzt einfach mal überraschen. So, 7 Reihen haben wir noch. Machen wir weiter mit einer Dilogie und zwar Secret Fire von C.J. Doherty. Ja, auch hier müsste ich das Buch einfach mal lesen, aber es hat auch noch nicht mit mir gesprochen, deswegen liegt es hier noch rum. Ich habe auch den zweiten Teil hier noch nicht da, deswegen ist es jetzt noch nicht ganz so dramatisch. Aber ich werde auch hier den ersten Teil erstmal lesen, bevor ich mir den zweiten kaufe und dann mal abwarten, wie das so ist. Dann habe ich hier noch
Die wahre Königin von Sophie Jordan. Auch dieses Buch müsste ich einfach mal lesen. Da kommt im Februar kommt der zweite Teil raus. Deswegen möchte ich auf jeden Fall vorher den ersten noch gelesen haben, dass ich dann gleich den zweiten lesen kann. Denn ich glaube, das ist auch nur eine Dilogie und die Reihe mit dem zweiten Teil dann beendet. Deswegen wäre es nicht verkehrt, wenn ich den ersten lese und dann gleich den zweiten lesen könnte, wenn er rauskommt. Und ja, mal gucken. Auch dieses Buch hat noch nicht mit mir so richtig kommuniziert. Ich glaube, manchmal ist es bei den Büchern auch so, dass die einfach nicht in meinem Blickfeld liegen und ich deswegen nicht so danach greife. Ich weiß es nicht. Egal. Die nächste Reihe habe ich auch schon wieder komplett zu Hause und zwar die Armor-Trilogie von Lauren Oliver. Das ist der erste Teil Delirium. Da habe ich mir den ersten und den zweiten Teil auch irgendwann mal für 5 Euro gekauft und habe dann gedacht, komm, bevor es den dritten Teil wieder nirgendwo mehr gibt, kaufst du dir den dritten. Da habe ich, glaube ich, 10 Euro bezahlt. Das war auch noch okay. Und ja, auch diese Reihe liegt noch komplett und ungelesen hier bei mir rum. Und das muss ich auch echt irgendwann mal tun. Aber ihr kennt das ja, ne? Ich und Rein. Okay, hier fällt mein Stapel um, wenn ich da noch ein Buch drauflege. Oh Gott, diese Stapel sind gerade extrem hoch. Auch bei der nächsten Reihe habe ich alle 4 Teile schon zu Hause. Das war wieder eine Niki-Empfehlung, weswegen ich eigentlich denke, dass mir diese Reihe gefallen wird. Und zwar Die Wahrheiten von Dawn Cook. Das ist der erste Teil, die erste Wahrheit. Auch hier hat diese Reihe noch nicht mit mir gesprochen, aber ich habe alle Teile da, weswegen es jetzt nicht so schlimm ist, wenn ich jetzt nicht anfange und ich Angst haben muss, dass es die Bücher wieder irgendwann nicht mehr gibt. Ich habe alle 4 Teile und von daher bin ich da recht entspannt, was diese Reihe betrifft. Oh mein Gott, es kippt. Oh mein Gott, es... Nein, nicht umfallen. Also wenn es hier gleich mal richtig rumst und knallt, dann ist einer von den Bücherstapeln umgefallen. Machen wir weiter mit der drittletzten Reihe und zwar habe ich hier noch zu Hause die Legend-Reihe von Marilou, das ist der erste Teil, Fallender Himmel. Ja, ich glaube, der Weise ist der erste Teil. Und auch hier freue ich mich schon sehr auf diese Reihe. Ich müsste sie auch einfach mal anfangen. Wie gesagt, hier habe ich alle 3 Teile da. Die habe ich letztes Jahr von Niki zum Geburtstag bekommen. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Und ja, ich müsste sie halt einfach mal lesen, ne? Tada! Ihr kennt das ja. Bei der nächsten Reihe habe ich die ersten 3 Teile da. Da kommt der 4. und letzte Teil, nächstes Jahr auf jeden Fall noch über den Verlag raus. Das hat mir Niki schon verraten. Und zwar ist das die Poison Princess Reihe von Cressley Cole. Ja, auch hier müsste ich einfach mal anfangen zu lesen, aber hier schreckt mich irgendwie, die Dicke des Buches schreckt mich hier irgendwie immer noch ab und ich habe irgendwie Angst anzufangen, ich weiß es nicht. Aber ich fand auch hier, dass sich die Reihe einfach richtig gut angehört hat. Hier habe ich den ersten Teil auch von der Niki Mark bekommen und habe mir dann den zweiten und dritten auch mal bei einer Medimops-Bestellung mitgekauft, weil ich dachte, bevor es die dann wieder nicht mehr gibt. Und ja, diese Reihe müsste ich auch mal noch anfangen. Damit wären wir bei der letzten Reihe, die noch unangefangen bei mir zu Hause liegt und zwar Die Überlebenden von Alexandra Bracken. Und ich finde, dieses Cover fasst sich so toll an. Ich bin ja ein sehr haptischer Mensch, ne? Also ich liebe ja, Bücher anzufassen und zu fühlen. Und dieses Buch ist hier so ein bisschen geriffelt und das ist nicht so glatt und das fasst sich einfach toll an. Ich könnte den ganzen Tag über dieses Buch streichen. Ja, hier habe ich die ersten beiden Teile zu Hause. Diese Reihe war es ja auch so, entweder man liebt sie oder man hasst sie, aber viele fanden sie gut. Und ich finde auch, dass diese Reihe sich sehr, sehr gut anhört. Deswegen möchte ich sie unbedingt lesen, aber ja, sie müsste einfach mal mit mir sprechen, deswegen habe ich sie noch nicht angefangen. Aber ich werde mir nächstes Jahr Mühe geben und diese noch nicht angefangenen Reihen hier dann irgendwann mal anfangen und vielleicht auch komplett dann mal durchlesen. Also gerade die Reihen, die ich komplett zu Hause habe, könnte ich einfach mal lesen, ne? Ich habe sie ja komplett zu Hause. Das waren meine nicht angefangenen Buchreihen. Wie sieht das Ganze denn bei euch aus? Habt ihr auch Reihen, wo ihr sagt, boah, die habe ich komplett zu Hause, aber irgendwie reden die nicht mit mir, deswegen habe ich sie noch nicht gelesen? So, da schmiert mir kurz vor knapp noch die Kamera ab, weil die Speicherkarte voll ist. Also deswegen nochmal ganz, ganz kurz. Das waren meine noch nicht angefangenen Buchreihen. Wie sieht das Ganze bei euch aus? Sammelt ihr auch immer Reihen aus, bis sie komplett sind? Oder fangt ihr einfach an zu lesen und lasst dann mal so gucken, wie sich das entwickelt? Oder wie handhabt ihr das denn? Schreibt mir eure Meinung auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.